Dem einen kann es nicht brutal genug im Film zugehen, die anderen verkriechen sich unter der Decke. Trotzdem fasziniert auch sie Gewalt. Warum? Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Anne Bartsch an der Universität Leipzig fasste es ganz gut zusammen. Spannung, Nervenkitzel, Adrenalin, da fühlen wir uns lebendig und vergessen die Alltagssorgen. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem Konsum von Horrorfilmen oder Thrillern zum reinen Vergnügen und dem ernsthaften Bestreben, sich mit Gewalttaten auseinanderzusetzen. Gerade der Konsum von blutrünstigen Filmen zum reinen Vergnügen fasziniert die Leute schon seit Ewigkeiten. Auch wenn es quasi unmöglich ist, festzustellen, mit welchem Film die Faszination begann, versuchte man definitiv schon seit mehreren Jahrzehnten mit Gräueltaten das Interesse der Zuschauer zu fesseln. Gewalt in Filmen entwickelte sich über die Jahre hin zu immer expliziterer Darstellung. Filme, die früher als menschenverachtend oder gewaltverherrlichend galten, kann man heutzutage häufig nur noch beschmunzeln. Man würde wohl sagen, die Zeiten ändern sich und trotzdem haben diese Filme bis heute eine gewisse Anziehungskraft. Warum genau wurde der eine oder andere Film indiziert oder sogar beschlagnahmt nach Paragraf 131 StGB. Um das Ganze mal etwas besser verstehen zu können, schauen wir uns genau diesen Paragraphen mal etwas genauer an, in dem es heißt, grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt. Diese Worte sprechen wohl für drastische Bilder und werben ja quasi für eine Grenzerfahrung. Der Mensch ist dem Extrem grundsätzlich immer angetan oder aber zumindest eine gewisse Zielgruppe. Manche Menschen finden den Nervenkitzel auf einer extremen Achterbahn oder beim Extremsport. So verhält es sich wohl auch bei Filmen, die Dinge zeigen, die man kaum anschauen kann. Die Zuschauer haben sich also im Laufe der Jahre immer weiter herangetastet und waren bereit dazu, immer drastischere Bilder zu akzeptieren. Ja, ich glaube, das ist so eine Faszination, die hat die Menschheit sowieso schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht. Ich meine, im alten Rom gab es Gladiatorenkämpfe. Da waren tausende Leute in dieser Arena und haben sich angeguckt, wie, keine Ahnung, ein Löwe gegen drei Menschen kämpft oder sowas, bis auf den Tod. Was man mit die Zeiten ändern sich meint, ist eigentlich der Wandel von bildlichen Andeutungen gewisser Taten hin zu expliziter Darstellung dieser in allen Facetten. Mittlerweile gibt es Filme, die dermaßen brutal sind, dass man sich wirklich fragen könnte, wem das eigentlich noch dient. Es ist aber wohl die Gier nach der Sensation, die die Frage nach dem Sinn verdrängt. Entsprechende Zielgruppen befinden sich während des Films quasi in einem Rausch, der alle moralischen Einwände ausblendet. Schon lange stellt sich die Frage, bis zu welchem Punkt Gewalt in Filmen akzeptabel ist und ob Zuschauer ab einem gewissen Grad dadurch Schaden nehmen könnten. Durch die Beschlagnahme gewisser Titel möchte man klare Grenzen setzen und klar definieren, bis zu welchem Punkt Gewalt in Filmen noch als Kunst zu bezeichnen ist. An genau dieser Stelle haben wir aber auch schon ein Problem, denn wer entscheidet darüber, bis zu welchem Punkt etwas gezeigt werden darf und ab wann nicht mehr? Was in Deutschland als dramatisch menschenverachtend gilt, kann zum Beispiel in Österreich als vollkommen akzeptabel gelten. Auch setzt man hier und da unterschiedliche Schwerpunkte, ausgehend von physischer Gewalt bis hin zu psychischer Gewalt. Fakt ist aber, dass egal, ob der ein oder andere Film nun in Deutschland indiziert oder sogar beschlagnahmt wurde, diese Filme dennoch existieren und auch weiterhin produziert werden. Diese brutalen Filme waren damals, als ich die angefangen habe zu gucken, Grenzerfahrungen. Mittlerweile würde ich sagen, gucke ich die einfach noch, weil ich sehr fasziniert auch bin von dem, was hinter diesem Film steckt. Warum macht man so einen Film? Ich möchte hier an der Stelle auch kein Urteil abgeben, ob es tatsächlich problematisch ist, immer heftigere Gewaltspitzen in Filmen sehen zu können
oder den Sinn oder Unsinn dieser Filme hinterfragen. Ich möchte dennoch immer noch verstehen, wieso es eine solche Faszination für eigentlich derart abartige Bilder gibt. Ich möchte hier nochmal auf Professor Dr. Anne Bartsch verweisen, die in einem Versuch mit 482 Teilnehmern herausfand, dass mediale Gewalt nicht nur aufgrund des reinen Nervenkitzels toleriert wird, sondern auch den Sinngehalt des Films verstärken kann. Das kann die Spannung sein, die oft durch bevorstehendes Unheil oder Bangen um eine Filmfigur erzeugt wird, das Mitleid mit ihr, die Identifikation mit dem Helden, der durch gewaltsame Handlungen Gerechtigkeit wiederherstellt, oder die Empörung über unmoralisches Verhalten. Man kann also sagen, dass die Reflexionsleistung des Zuschauers wichtig ist, denn der Sinn entsteht im Kopf. Ich glaube, das ist eine Faszination, die hat die Menschheit sowieso, wie gesagt, schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und ich glaube, sowas hört auch nicht auf. Der Mensch liebt Grenzerfahrungen und irgendwann werden solche Grenzerfahrungen vielleicht zur Normalität und dann guckt man sich halt auch noch mehr von diesem Film an. Der Mensch liebt Grenzerfahrungen. Das ist wohl auch der Punkt, dem man nur zustimmen kann. Am Ende kann und muss natürlich jeder selbst entscheiden, was er sich anschaut oder eben nicht. Gewalt in Filmen ist allgegenwärtig und für den einen darf es auch mal etwas härtere Kost sein. Und für den anderen ist ein normaler Slasher vielleicht schon so viel des Guten. Die Saw-Reihe oder auch die Phase der French Extremity-Filme zeigt aber, dass der Erfolg dieser Filme ihnen recht gibt. Auch wenn man diese Art der Filme primär aus voyeuristischen Aspekten guckt, haben sie wohl ihre Daseinsberechtigung. Auch wenn es jetzt vielleicht etwas verständlicher ist, wieso Gewalt in Filmen überhaupt so interessant ist, bleibt natürlich noch die Frage, ob es richtig ist, diese in irgendeiner Form zu reglementieren. Sollte nicht jeder entscheiden können, was er sich anschaut und was nicht? Während eine Alterseinstufung grundsätzlich nur eine Orientierung bietet, enthält man mit einer Beschlagnahmung den Zuschauer gewisse Filme grundsätzlich vor. Wahrscheinlich gibt es dann niemals eine eindeutige Antwort drauf, jedoch gibt es Grenzen. Grenzen dessen, was gezeigt werden sollte und Grenzen dessen, was für einen Menschen überhaupt noch zuträglich ist. Der Grad, diese richtig zu setzen, ist nicht immer einfach und so wird es wohl immer die mysteriösen, extrem harten Filme geben. Also ich fahr voll ab auf solche handgemachten Bluteffekte oder sowas, ne? Wenn die gut gemacht sind in dem Film, dann hat man mich eigentlich schon. Dann braucht die Story eigentlich, ja, die muss vorhanden sein, aber nebensächlich könnte sie auch sein. Wie zum Beispiel in den Vomit-Gore-Filmen. Die haben praktisch keine Story. Das ist praktisch nur handgemachter, richtig gut gemachter Gore. Wir halten also fest, es gibt jede Menge brutale Filme. Filme, die vielleicht auch Grenzen überschreiten. Filme, die beschlagnahmt sind und Filme, die frei zugänglich sind, aber für den einen oder anderen trotzdem schon zu heftig sein können. Es wird immer Fans des Extremen geben und auch Leute, die dem Thema skeptisch gegenüberstehen. Am wichtigsten ist jedoch, dass wir nie vergessen, es sind nur Filme.